Ja, der Spot würde ich sagen, lohnt auf jeden Fall, oder? Ja, ist ein kurzer, steiler Aufstieg. Wir wurden gerade zum ersten Mal kontrolliert. Oh Gott. Können wir wieder gehen? So? Und zwar sind wir bei der Atlatl Rock Campsite. Hier hätten wir eigentlich gecampt, aber es war ja ein bisschen spät geworden. Von daher, leider waren wir nicht hier, denn es ist super ruhig und total cool hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Man hätte wirklich mittendrin hier gecampt, umgeben von den ganzen Bergen. Aber man muss auch sagen, Glück gehabt, weil die Toiletten und Duschen scheinen out of order zu sein. Also, ja. Ja. Aber ansonsten mega cool. Es gibt hier auch noch eine zweite Campsite im Valley of Fire. Und wäre die auch voll gewesen, hätten wir außerhalb des Valley of Fire noch eine Ausweichmöglichkeit gehabt zu campen, eine Boondocking Campsite. Und die heißt, glaube ich, Poverty Flats. Und somit gibt es auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, hier auch ein Plätzchen für die Nacht zu finden. Wäre auch schöner gewesen, definitiv, wie Jessie gerade auch schon gesagt hat, wegen der Ruhe, weil ihr hört hier wirklich nichts und wir hatten heute Nacht eine Autobahn in der Nähe und da hat man wirklich doch vor allem die Trucks gehört nachts. Vor mir ist jetzt der Atlatl Rock, da geht es jetzt hin. Aber vorher mussten wir mal wieder unser Wasser ablassen. Das ist hier möglich in so einer Station, wo man auch das Schmutzwasser dann direkt wegspülen kann. Und da vorne vor ist noch ein Anschluss, da kann man auch direkt das saubere Wasser wieder auffüllen. Und einfach mega cool, hier direkt in der Natur. Und wir sind immer froh, wenn wir solche Punkte finden, weil auf den meisten Campsites braucht man oftmals direkt einen Anschluss unterm Auto mit einem Schlauch, dass man das Wasser ablassen kann. Und deswegen ist es immer Gold wert, wenn man dann so einen Punkt findet, wo man einfach drüber fährt, ablassen und alle sind happy. Wir sind jetzt hochgewandert hier auf die Plattform, das sind nur ein paar Stufen und hier gibt es Petroglyphen, also in Stein eingearbeitete Felsbilder von den Ureinwohnern, wollte ich sagen, von den Native Americans. Und das ist super interessant, welche Geschichte die erzählen, weiß man nicht genau. Manche Sachen erkennt man, zum Beispiel diese Trees, die es hier gibt, ähnlich wie im Joshua Tree Park, also werden auch die Joshua Trees sein. Und diese Schafe da ja, oben. Diese Böcke mit den Hörnern. Hände und Füße erkennt man auch. Ja. Wie aber jetzt die genaue Story ist, keine Ahnung. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach dem Arch Rock. Nicht zu verwechseln mit Arch Rock, wie Jessie zuvor sagte. Und ja, Parkplatz haben wir gefunden, aber irgendwie keine Beschilderung, wo genau er ist. Jetzt versuchen wir hier gerade durch so ein, ja, es sieht aus wie so ein Flussbett zu gehen. Da sind einige Spuren vor uns und ich hoffe, die werden uns jetzt den Weg leiten, weil mit uns haben wir zwei Franzosen angehalten und die irren gerade so nach ganz da hinten in die Richtung.
Mal gucken, wer recht hatte. Also, lustige Geschichte. Ich dachte gerade, wir hätten einen Wildhund gesehen. Ich glaube, die gibt es hier auch gar nicht, ne? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht Kojoten ja auch? Keine Ahnung. Ja, genau. Daniel dachte, es wäre ein Kojote. Und was war es? Ein Hase. Ein riesiger Hase. Okay, auf dem Rückweg haben wir den Arsch dann auch gefunden. Da ist er. Wir haben den Beweis. Es war ein Hase. Definitiv. Kojote oder Ja, man muss schon sagen, hier ist es echt schlecht ausgeschildert, weil wenn man direkt zum Arch Rock hingeht, dann hat man vorne in einem Rock so eine Mulde, da stellen sich alle Leute rein und machen Fotos davon, weil sie denken, das ist der Arch. Und dabei muss man eigentlich, sag mal, eine Minute oder eine halbe weitergehen, ein bisschen weiter weg, und dann sieht man oben den Arch drüber, aber keiner entdeckt den, weil hier kein Schild ist. Echt kurios gemacht. Hallo! Oh, wie nice! Cool! Jetzt geht es wieder, hallo? Wir sind jetzt bei den Beehives angekommen, und zwar sind das Felsformationen, die Bienenstöcke ähneln. Jetzt sind wir gerade bei den Seven Sisters angekommen. Das sind 7 große Felsen, die direkt in einer Reihe aufgereiht stehen. Ich wäre schwanger, weil... Ich bin es nicht, hallo? Bevor wieder Gerüchte auftauchen. Ja, ne? Denn bei mir gibt es jetzt ein Blueberry Bagel, die mit dem Loch drin. Und dazu... Was ist denn jetzt schon los? Hey, hier kann man nicht einmal ernsthaft filmen. Unglaublich. Okay, auf jeden Fall Blueberry Bagel mit Dill Pickle Mustard, also Senf. Wir sind jetzt beim Rainbow Vista Parking Lot hinter uns, und von hier aus gibt es einen Wanderweg, aber noch genialer, eine richtig coole Aussicht hier durch die Täler. Ja, der Spot, würde ich sagen, lohnt auf jeden Fall, oder? Ja, ist ein kurzer, steiler Aufstieg. Ja, eine Minute maximal. Genau, richtig schon cool. Hat man eine richtig geile Rundumsicht. Wir sind hier übrigens gerade auf der White Domes Road, auch genannt Mouse Tank Road, und die bietet wirklich viele Spots für schöne Fotos, wie auch zum Beispiel hier wieder. Eigentlich wollen wir jetzt gleich noch zum Pink Canyon und zur Fire Wave. Super schön soll es sein, aber ungefähr 30 bis 60 Minuten Wanderung und die Sonne knallt wie verrückt. Ja. Das ist richtig heftig heute, deswegen mal gucken, ob wir doch nur noch einen von beiden Punkten ansteuern oder doch beide. Aber ich glaube, einer reicht, das ist echt
Übel. Ja, wir sind ja warme Temperaturen, heiße Temperaturen gewohnt, aber hier durch diesen Wechsel, ja. Heiß-kalt ist schon anstrengend. Ja, das ist echt krass, weil ich glaube, heute wird es weit über 30 Grad. Gestern hatten wir noch so bis maximal 28 Grad und den Tag davor haben wir nachts noch richtig gefroren. Das ist auch normal. Kleines Quick-Update, würde ich sagen. Wir machen uns wieder aus dem Staub. Wir sind gerade eigentlich noch zum Pink Canyon gefahren, aber wir haben hier mit T-Mobile und auch Verizon keinen Empfang, also no reception, wie man hier immer sagt. Was ganz kurios ist, und dann sind wir halt mit Maps.me gefahren, das zeigt den Pink Canyon an und zeigt so mitten auf dem Weg, wo kein Parkplatz ist, rechts rein. Haben wir gedacht, okay, nehmen wir den nächsten Haltebuch. Kam erstmal keiner und alle danach sind irgendwie gesperrt. Kurios. Also wir wissen jetzt nicht, ob der Pink Canyon woanders wäre und Maps.me das wieder falsch anzeigt. Oder ob er da ist und man einfach mitten im Nirgendwo parken soll, aber da steht noch, nur da parken, wo auch Park-Areas sind. Also das ist ganz komisch gerade. Mhm. Naja, und für Firewave-Wanderung ist es uns jetzt doch ein bisschen zu knallig, gerade in der Mittagszeit. Ja, deswegen genau. Düsen wir jetzt weiter und der nächste Stop heute wird nämlich sein der Hoover-Damm. Und wir haben euch noch gar nicht erzählt, dass wir jetzt in Nevada angekommen sind. Genau. Und zwar ist das der 7. Start unserer USA-Reise. Voll crazy. Eigentlich war am Anfang gar nicht so viel geplant. Wir hatten erstmal nur Kalifornien im Kopf. Und da kam aber noch so viel dazu. Ja, hat sich definitiv gelohnt. Ja, ich würde auch sagen, so erst Kalifornien, dann haben wir nachgedacht, okay, Arizona ist ja auch direkt dran. An Arizona liegt Utah. Okay, jetzt muss ich gleich abbiegen. Und dann ging das immer so weiter bis zum Yellowstone hoch. Das ist echt so ein Ding, wo wir gedacht haben, so Wyoming, Montana, Yellowstone, das würden wir bestimmt nicht schaffen. Aber es hat doch gepasst und jetzt sind es echt 7 ganze Staaten geworden. Wir sind an unserem richtig schönen Stellplatz für die Nacht angekommen. Am Lake Mead, so heißt es glaube ich, M-E-A-D geschrieben. Und hier gibt es ganz viele Häuschen am Strand, aber das Highlight ist unser Stellplatz direkt am Lake. Guckt euch das mal an. Jessie beantwortet gerade Nachrichten nach dem Abendessen und man muss sagen, wir haben richtig Glück gehabt mit der Campsite. Also Aussicht, windstill, Wärme, jetzt im Schatten ist es auch wirklich okay, in der Sonne war es brutal heiß, wir wissen nicht wie heiß, aber garantiert weit über 30 Grad. Das ist richtig schön. Ist zwar nicht günstig, die kostet $70 am Tag für dann die erste Reihe quasi am Lake, aber ja, ich würde sagen, ist es auf jeden Fall wert. Ja. Das ist eine der schönsten, glaube ich, wo wir jetzt in den USA waren. Und apropos Temperaturen, ich glaube jetzt die Tage sollen es 38 Grad werden in Las Vegas. Ja, ich denke, hier waren wir heute auch nicht schon sehr weit entfernt. Und noch ein kleines Update. Was kannst du denn so? Ich bin gespannt, was du sagst. Was denkst du denn? No, keine Ahnung. Die Toiletten hier sind nicht so toll, die Duschen. Also es gibt 2 Toiletten, 2 Duschen. Ist aber ein bisschen wenig für diese Größe des Platzes, der ist nämlich echt riesig und kein Papier da zum Hände abtrocknen, keine Seife da bei den Männern und ansonsten auch nicht so sauber, aber ja, so ist es halt. Allgemein aber hier finde ich die Campingplätze, ja, so das da darf man keinen Luxus erwarten, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, haben wir gestern schon Video oder im letzten Video angesprochen, oder? Oder gestern? Nein. Diese KOA-Dinger, die teuren, die sind halt... ja, die sind schon meistens gut, muss man sagen, außer in Salt Lake City, der war so lala. Die aber sind ansonsten alle nicht sauber. Ja, aber das liegt nicht unbedingt an den Campingplätzen, sondern an den Leuten teils. Die benehmen sich, ich hatte letztens auch einen neben mir in der Dusche, was der da gemacht hat, alles, ich will nicht wissen. Er hat sich mehr Körperöffnungen gereinigt, als es, glaube ich, gibt da Menschen und Geräusche dabei gemacht.
nicht so cool. Aber es gab in Australien zum Beispiel immer einen Wischer, ja, wo du die Duschen danach sauber das machen stimmt. konntest. Sollte man eigentlich halt auch. Einfach nicht. Ja, das stimmt. Ja, ist verbesserbar. So, und einer geht noch, bevor die Sonne untergeht. Ich habe gerade gesehen, dass ich echt übelst fertig aussehe. Das liegt daran, dass wir echt lange Strecken teilweise fahren. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer es heute waren, aber wir haben jetzt in, wie viele Tage sind wir unterwegs? 24? Ich glaube, 24 Tagen haben wir schon 3.000 oder 4.000 Kilometer jetzt gefahren. Also da wird noch mal einiges auf die Uhr kommen. Ich denke mal, dass wir 6 bis 8 irgendwo dazwischen ankommen. Wir haben echt keinen Überblick ungefähr, wie viel wir eigentlich fahren wollten. Deswegen mal schauen, wo wir landen. Und heute war eigentlich auch wieder, ja, nicht so ohne, so durch Las Vegas durch. Wir mussten fast durchfahren, da war aber ein Unfall. Deswegen war da eine Straße gesperrt. Da mussten wir eine Umgehungsstraße fahren oder einen anderen Highway. Und da war die Hölle los. Da musste man sich so konzentrieren und ja, da leidet manchmal das Auge. Man wird älter, glaube ich. Du auch. Ja, wen haben wir denn da gefunden? Das Abendessen. Nein, Scherz, wir sind ja Veganer. Aber ein süßes Häschen. Guckt euch das mal an. Mahlzeit. Hallo. Ja, ist wirklich Mahlzeit. 12 Uhr kann man sagen. Wir müssen jetzt auch von der Campsite hier verschwinden. Wir haben ausgenutzt, was geht, denn um 12 Uhr muss man hier aus dem kleinen Paradies auschecken. Heute Morgen haben wir hier den Sonnenaufgang gesehen. 5.20 Uhr waren wir schon wach. 5.30 Uhr kletterte so langsam die Sonne nach oben über den Berg und alles leuchtete. Das war richtig schön. Ja. Auf jeden Fall ein Highlight hier, der Platz der bisherigen Reise, würde ich sagen. Und jetzt geht's weiter zum Hooverdamm. Gerade zum ersten Mal kontrolliert und zwar auf Waffen. Genau, weil wir jetzt hier am Hooverdamm angekommen sind, haben die erstmal den Camper kontrolliert. Ja. Haben natürlich nichts gefunden. Der erste Stop ist jetzt die Scenic Bridge bzw. dieser Walk hier. Man geht über diese lange Brücke und hat dann direkt eine Aussicht hinten auf den Hooverdamm. Oh Gott, können wir wieder gehen? So? Ist jetzt ein Hundedenkmal und zwar gab es früher einen Dam Dog, der ja, immer mit den Arbeitern unterwegs war. Der wurde auch von ihnen dann gefüttert. Hier sieht man das originale Bild und hier zum Beispiel das Bild mit seinem Proviant. Und daneben ist sein Grab. Der wurde leider dann überfahren von einem Auto, weil er unter dem Auto geschlafen hatte. Ja. Auf der Brücke waren wir ja eben drauf. Ist so krass, wenn man das mal von hier sieht, wie hoch die einfach ist. Ne? Also ja, da hast du ja gar keinen Eindruck davon. Nee, definitiv. Also es wirkt jetzt komplett anders. Oder? Und wir sind gerade nicht ins Visitor Center reingekommen, denn ich habe ein mini kleines Taschenmesser, wirklich so klein, an meinem Schlüsselbund immer dran. Und wenn wir fliegen und so, mache ich das mal ab, dann kommt das ins Gepäck. Ja, und hier habe ich es nicht, also hier habe ich es vergessen, einfach nicht dran gedacht, kann man hier anders sagen. Und dann stehen wir da unten an der Kontrolle und sagt er wohl zu Jesse, wo ich noch in der Kontrolle war, was ist das? Und Jesse so, es gehört meinem Mann, weiß ich nicht, so eiskalt. Hauptsache, sie drücken ihn auf den Boden und nicht sich selber, wa? Ja, ja. Und dann meinte er, was ist das? Ich so, ja, Taschenmesser ist hier nicht erlaubt und dann hätte ich es abgeben müssen. Das Ding kostet 40 Euro oder wir könnten es zurückbringen zum Auto. Aber das Auto steht ganz da hinten und es ist bullig heiß. Deswegen bald ich es bei mir und wir gehen nicht rein. Thank you.
mal wieder den Fund des Tages gemacht. Auch interessant, oder? Verrückte Farbe auf jeden Fall. Ist es extra hier geparkt? Nee, nicht extra hier geparkt. War ein Zufall. Ja, ja. Oh, definitiv noch ein interessantes Fundstück. Und jetzt geht's erstmal rein in den Trader Joe's, wenn die Frauen klarkommen. Wir haben ja gerade eingekauft und da vorne ist ein Starbucks. Und das ist so verrückt. Jeder Fastfood-Laden und alles so ein Café ist super oft einfach mit Drive-In. Und wir haben gerade halt noch ein bisschen Frühstück gekauft für unsere Zeit in Vegas. Jetzt gibt es hier noch eine kleine Snackpause und bei uns sieht es im Übrigen so in der Vorratskammer aus. Und wir haben uns gerade Salate geholt, jeweils, und noch einmal Veggie Wraps. So Friends, für uns geht es ja wie gesagt jetzt nach Las Vegas und was in Vegas passiert, das bleibt auch in Vegas. Das heißt, es gibt keine Videos von Las Vegas. Nee. Was? Reingefallen. Natürlich werden wir Videos drehen, nehmen wir euch auch damit. Aber wir werden insgesamt 3 volle Tage da sein und 2 Tage werden wir wohl was unternehmen, die Kamera dabei mitnehmen. Mhm. Und den letzten Tag, den gönnen wir uns einfach nur für uns. Was also Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das übliche halt. Weil. Und ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall sehen wir uns in Vegas wieder und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, lasst gerne mal einen Daumen hoch da, einen Kommentar und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao. Eigentlich wollen wir jetzt gleich noch zum Pink. Schmeckt's? Mhm. Ja.